Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Augsburg Trainerkarriere. Heute mit 4 Spielen in dieser Folge. Wir werden einmal gegen Hoffenheim spielen, ganz klar. Wie wir das hier sehen können, dann kommt der FC Schalke 04, Freiburg und Leipzig. Genau, in der nächsten Folge dann Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Wir gucken erst einmal in den Posteingang. Wir haben nämlich Klein verkauft. Es gibt ein Leihangebot für Kubek von Schalke über 2 Jahre. Und ich würde sogar fast sagen, das werden wir annehmen. Denn er ist in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. Dann gibt es nochmal einen monatlichen Scouting-Bericht. Da gibt es aber keinen interessanten und deswegen werde ich hier mal alle ablehnen. Und Oman ist ausgeliehen, genau das hatten wir in der letzten Folge gesehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Partie. Ich werde das simulieren, auch die nächste Partie gegen Schalke werde ich simulieren. Wir werden mit Oxford beginnen, mit Baku und auch mit Richter. Hier wird Redspitschei anstelle von Dorsch spielen. Und dann gehen wir in die Schnellsimulation gegen die TSG Hoffenheim. Und wir spielen 2-2. Das nehmen wir gerne mit. Richter trifft, Baku trifft, Dolberg mit den Treffern für Hannover. Für Hoffenheim natürlich. Am Ende wird es ein 2-2, was ich natürlich gerne mitnehme hier. Denn jetzt kommt mit Schalke ein Team, was man auf jeden Fall schlagen muss. Und Thomas Kubek wechselt für 2 Jahre. Zu unserem nächsten Gegner, nämlich dem FC Schalke 04. Gehen wir rein in die Partie gegen Schalke. Kubek ausgeliehen für das Nationalteam sind Cicadao und Dovbik ausgeliehen. Und Henrichs möchte gegen Schalke spielen. Und ich denke, er wird auch spielen. Nächstes Heimspiel. Henrichs beginnt. Vorne beginnt Hahn. Und Jeboa mal. Und links spiele ich mit Richter. Richter kann es auch links richten. Dann beginnt Pedersen anstelle von Jago, Bauer und Udukai. Jovileo kriegt eine Pause. Und dann lasse ich auch mal wieder Moreno eine Möglichkeit. Und im Tor Giekiewicz. Okay. Wir gehen in die Schnellsimulation gegen Schalke. Und das verlieren wir. Oha, mit 1-0. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Jetzt kommt unser nächster Gegner, nämlich der SC Freiburg. Da müssen wir auf jeden Fall punkten, ne? Das ist Pflicht. Wir sind jetzt auf Platz 9. Ist noch im Rahmen, wir sind noch früh in dieser Saison. Aber müssen natürlich hier jetzt auswärts punkten, das ist klar. Ist nicht so einfach. Ich werde ein bisschen durchrotieren. Lassen Mbuku eine Möglichkeit vorne im Sturm. Rodriguez beginnt für Meier. Dann wird auch Dovbik mitgenommen für Demirovic. Kubek bleibt erstmal auf der Bank. Kastenmeier wird dafür reinrotiert und Richter nehme ich mit für Bello. Ansonsten vielleicht noch ein Breithaupt und dann gehe ich rein in das Spiel gegen Freiburg. Wir werden die Höhepunkte spielen. Let's go! Ja.
Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der... Ball kurz gespielt. Matthias Ginter. Maximilian Eggestein. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Machen Sie gut. Steilpass. Jetzt der Schuss. Macht sich lang und dann hält. Viel mit Auge. Guter Steilpass. Und da treffen sie das erste Tor heute. Der Ball kommt hoch rein. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Genau hinschauen jetzt. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Super durchgesetzt. Nils Petersen. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr. Ah, da ist der Ball weg. Das kann die erneute Führung werden. Sie verwandeln den Strafstoß. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Könnte der Ausgleich sein. Da ist das Tor doch noch. Sie haben sich einfach nicht aufgegeben. Klasse. Und in diesem Augenblick ist dieses Spiel zu Ende. Schlusspfiff. Beide trennen sich hier am Ende also mit einem Unentschieden. Dass sie hier ein Remis geholt haben, liegt natürlich am späten Ausgleich. Du darfst ihn nie abschreiben. Den Punkt muss man auch Dovbyk einfach zuschreiben. Der hat uns im Spiel gelassen, der hat uns den Punkt beigesteuert und sind jetzt wieder Siebter. Unser nächster Gegner Leipzig ist sogar hinter uns. Und ich denke, ich werde einfach wieder mit Dovbyk spielen. Lehmann baut etwas ab, okay. Wie schaut es hier aus? Nicht so gut. Okay. Meine neue Nachricht ist, es ist deprimierend, dass wir nicht gewonnen haben. Ja, streng dich weiter an. Und jetzt gilt es, gegen Leipzig alles rauszuholen. Ich denke, das Spiel werde ich auch nochmal in den Höhepunkten spielen. Ich spiele mit Rodriguez auch wieder. Mit Dovbyk, der zusammen mit Timirovic vorne die Tore machen muss. Dann beginne ich mit Henrichs, der gegen seinen Ex-Club spielt. In der Innenverteidigung spiele ich mal mit einer Überraschung, und zwar Vega. Er startet für Udukai. Und auch
Moreno wird wieder mitgenommen, der für Engels beginnt. Rein geht es in das nächste Höhepunktespiel gegen Leipzig. Willkommen in der WWK Arena, liebe Fußballfans, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. FC Augsburg gegen RB Leipzig. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Ein tolles Spiel. Leipzig stellt sich immer die Frage, hilft das dem deutschen Fußball? Kann da wirklich was entstehen, Buschi? Ach, ich glaube schon. Man sieht ja vor allem auch, was im englischen Fußball gerade passiert. Und da muss auch der deutsche Fußball Wege finden, um mithalten zu können. Da ist das, was RB Leipzig macht, vielleicht ein Ansatz. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Da kommt die Flanke. Den Ball abgewehrt. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke rein. Da hat Gulaschi keine Probleme mehr. Er zieht vorbei. Chance jetzt zum Führungstor. Der FC Augsburg konnte beim letzten Auswärtsspiel ja einen Teilerfolg erzielen, als der Gegner SC Freiburg hieß. Unterhaltsam war es, dieses 2:2. Überhaupt keine Frage. Ähnliches erwarte ich auch heute. Gut durchgesetzt, gefährlich. Wahnsinn, gehalten! Oh, das war schwer, das war richtig schwer. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Der Elfmeter ist drin! Könnte jetzt der Ausgleich werden. Sie verwandeln diesen Elfer. Er zieht einfach vorbei. Klasse. Schlusspfiff in dieser Begegnung.
Es bleibt also am Ende bei diesem Unentschieden. Gutes Spiel, wie ich finde. Ein Spiel auf Augenhöhe. Beide mit starken Aktionen. Beide spielerisch richtig gut. Für mich ein gerechtes Ergebnis hier in der Liga. Auch am Ende heißt es 1:1 gegen RB Leipzig. Also bis jetzt bin ich recht zufrieden. Zwar hätten wir das Spiel gegen Schalke gewinnen müssen, aber nehmen wir es so hin, wie es ist. Wir treffen jetzt in der nächsten Folge auf Bayern 04 Leverkusen. Sind auf Platz 8, Leverkusen ist 5. Es ist noch sehr früh in der Saison, um ein Fazit zu ziehen. Hoffenheim ist aber 1. Punktgleich mit den Wölfen. Wir gucken uns mal eine Nachricht im Posteingang an. Spielzeit von Berisha. Okay, er muss also noch mehr spielen. Giekewitz ist glücklich, dass er so viel spielen darf. Und Colina möchte auch mehr spielen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein wenig voran bis zum Spiel gegen Leverkusen. Und dann werde ich die Folge auch schon wieder hier beenden. Wir gucken uns mal die nächste Folge an, gegen wen wir alles spielen werden. Wir spielen gegen Leverkusen, Dortmund und Gladbach, werden die Hinrunde damit abschließen. Und dann beginnen wir mit Wolfsburg, Bayern und Gladbach in die Rückrunde. Also ich denke, ich werde natürlich den Tom Bischoff ganz klar mal beobachten, ne? Wenn wir mal in die Transferzentrale gucken. Er hat eine 63. Ich könnte vielleicht eine Laie vorschlagen, aber das, denke ich, werden wir in der nächsten Folge dann machen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.